Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine neue Runde Bocopoly und zwar für den Februar. Vorher schauen wir nochmal in den Januar zurück, wie dieser denn so lief. Da hatte ich mir ja drei Bücher ausgesucht und wir legen los mit dem ersten Buch und zwar ein Buch von der Rache des Sub. Da habe ich mir Make My Wish Come True ausgesucht. Da muss ich tatsächlich sagen, ich bin dabei zu lesen, ich habe noch nicht viel gelesen, ich bin auf Seite 68, aber ich bin dabei, leider ist der Monat jetzt schon vorbei, deswegen schaffe ich das jetzt leider nicht mehr, aber ich lese es immerhin. Dann hat Instagram entschieden, dass ich den vierten Band lese, The Brothers Hawthorne, und hier kann ich sagen, ich habe es gelesen, habe es geliebt, fand ich sehr, sehr toll, deswegen kann ich da einen Haken dran setzen. Und dann hatten wir noch eine 5-Sterne-Bewertung oder eine, nicht Bewertung, eine 5-Sterne-Erwartung. Und da habe ich mich für den ersten Band von Dreamland Billionaires entschieden, The Fine Print. Auch diesen habe ich gelesen, war jetzt nicht unbedingt eine 5-Sterne-Erwartung, aber trotzdem war es ganz okay. Aber auch das habe ich gelesen. Das heißt, ich habe zwei Bücher gelesen, eins angefangen, was ich dann jetzt auch aber trotzdem beenden werde. Ist ja eigentlich ganz gute Bilanz, würde ich sagen. Und jetzt starten wir im Februar und würfeln wieder und mal schauen, was ich mir erwürfeln werde. Fangen heute mal mit Schneewittchen an und wir sind das letzte Mal bei 5-Sterne-Erwartung stehen geblieben. Deswegen geht es dort natürlich auch weiter. Und wir machen den ersten Wurf und zwar eine 4. 1, 2, 3, 4. So, ich habe das Brett mal gedreht. Nummer 4 ist ein Hardcover. Als allererstes sind wir auf das Buch Hardcover gekommen und da habe ich mir ein Buch rausgesucht, das auch schon mittlerweile auf der Rache des Subs und schon viel zu lange bei mir rumsteht und was ich aber unbedingt endlich lesen will. Und zwar dieses Buch hier von Thomas Thiemeyer, Countdown. Das habe ich jetzt auch, glaube ich, schon 1000 Mal in die Kamera gehalten. Ich weiß es nicht. Aber jetzt will ich es mir wirklich vornehmen. Es wird jetzt Zeit. Hier geht es nämlich um einen Stromausfall, der die Welt ins Chaos stürzt. Und um zu überleben, sucht Lena Schutz in einer Aussteigersiedlung und dort trifft sie noch ihren Klassenkameraden wieder. Sie finden zusammen heraus, dass der weltweite Blackout nur der Beginn einer Katastrophe ist. Und sie fragen sich jetzt, wie können sie die Menschheit retten vor einer Macht, von deren Existenz nie jemand was weiß oder herausgefunden hat. Doch eins ist sicher, der Countdown läuft und die Zeit ist nicht der schlimmste Gegner, den sie sich stellen müssen. Ah, es klingt so gut. Es liegt fast 2 Jahre jetzt auf meinem Sub. Ich habe zwar noch, habe ich mittlerweile noch Bücher, die länger sind, doch ich glaube schon, aber es ist jetzt nicht das längste, aber ich will es endlich lesen. Ich nehme es mir jetzt wirklich vor. Ich bin richtig gespannt. Ich liebe Bücher von Thomas Thiemeyer. Deswegen hoffe ich, dass dieses mir ja auch gefallen wird. So, der zweite Wurf. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir sind auf dem Feld ein Buch mit Personen auf dem Cover, ob echt oder gezeichnet. Dann bin ich auf das Feld gekommen, ein Buch mit Personen auf dem Cover, egal ob gezeichnet oder echt. Und da habe ich dann erstmal geschaut und gesucht und habe auch eins gefunden, das auch auf der Rache des Sub bei mir mittlerweile steht, auch mittlerweile 2 Jahre liegt und jetzt einfach Zeit wird. Und zwar dieses hier, Verbotene Welt von Isabel Abedi. Auch dieses habe ich schon gefühlt 50.000 Mal in die Kamera gehalten. Aber wir versuchen es jetzt. Ich habe so Lust drauf, es klingt so abenteuerlich. Und es ist einfach ein Fantasy-Abenteuer voller Geheimnisse. Denn hier geht es darum, dass weltberühmte Bauwerke von einem auf den anderen Tag wie vom Erdboden verschluckt sind und mit jedem Tag löst sich eben eine neue Sehenswürdigkeit in Luft auf und alle suchen verzweifelt nach Antworten und Otis und Olivia finden sich in einem unterirdischen Verlies wieder. Dort treibt nämlich ein unheimlicher Herrscher sein Unwesen. Er schmiedet irgendwelche verbotenen Pläne und sie fragen sich, was hat es auch mit der geheimnisvollen Lampe auf sich, die er immer bei sich trägt. Und vor allem ist halt die Frage, wie können Otis und Olivia diesen verrückten Ort wieder entfliehen? Klingt auch sehr abenteuerlich, ist ein Kinderbuch, aber trotzdem für ein Kinderbuch relativ dick, glaube ich. Ja, fast 500 Seiten. Ich bin richtig gespannt
und nehme es mir jetzt vor. Und der dritte Wurf. Eine 3. 1, 2, 3. Und das ist das Feld, eine Comic- oder Manga-Reihe weiterlesen. Und als letztes bin ich auf das Feld, eine Manga- bzw. Comic-Reihe weiterlesen. Das habe ich einfach dazu genommen, weil ich mittlerweile auch viele angefangene Reihen habe, die ich da auch nicht weitergelesen habe. Deswegen habe ich mich da jetzt auch für ein Buch entschieden, wo ich mir denke, dass es sich auch lohnt. Nicht so einen dünnen Manga, sondern ich habe mir einen Klopper rausgesucht und auch ein sehr schweres Buch. Und zwar den vierten Band von Dragonhead. Da geht es um eine Apokalypse und Jugendliche, die versuchen zu überleben. Ich liebe die Reihe, deswegen muss er jetzt unbedingt weitergelesen werden, denn auch jetzt ist im Januar der fünfte und letzte Band bei mir eingezogen. Deswegen muss ich jetzt erstmal mit dem vierten weitermachen. Der ist sehr, sehr schwer. Er ist auch für einen Manga relativ dick. Deswegen dachte ich mir, lohnt sich das auch. Ich freue mich drauf. Ich nehme es mir auf jeden Fall vor. So, und das waren die drei Bücher, die ich mir für den Februar erspielt habe. Ich bin gespannt, ob ich es schaffen werde. Ich muss halt jetzt schon mal vorab sagen, dass Februar könnte vielleicht noch gehen. Aber Februar und März werden bei mir sehr, sehr stressige Monate. Da werde ich wahrscheinlich nicht so viel Zeit zum Lesen haben. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich die endlich mal von meinem Sub befreie. Es wird Zeit. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!